Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Donnerstag, den 15. Juli, morgens um 8:30. Es ist angenehm von den Temperaturen her. Und ja, wir haben echt Glück gehabt mit dem Wetter. Und ja, wenn man ja sieht, dass Teile von NRW richtig abgesoffen sind, da tut mir so richtig leid. Ja, wir müssen unseren Pool nachher nur ein bisschen ablaufen lassen. Der Teich ist ein bisschen übergelaufen, aber das ist nichts Schlimmes. Ja, ich wünsche euch dennoch einen schönen Tag und sage bis später mal. Man trägt jetzt Schnecke. Guckt euch das mal an. Die finde ich ja noch süß, aber die Nacktschnecken, die sind abartig. Ein lustiges Gefühl. Da schlingelt sie jetzt lang. Wir haben 22 Uhr und heute wird nicht mehr viel passieren. Ich überlege gerade, habe ich heute überhaupt irgendwie was Sinnvolles gezeigt? Heute war so ein Wetter. Ja, aber ich habe ganz normal den Haushalt geschmissen, gemacht, getan, Einkäufe weggeräumt, Kinder oder meine Tochter zur Freundin gefahren. Und ja, dann war heute Abend Fußball gewesen. Genau, Lenny war jetzt allerdings heute noch nicht. Der wird nächste Woche wieder gehen, aber Udo war da gewesen. Ja, und jetzt haben wir zusammen, nachdem wir Karten gespielt haben und ich wieder verloren habe, uns aufs Sofa gesetzt und keine Ahnung, was der Udo da mal so gerne guckt. Irgendwas mit, ja, wie heißt denn, härtester Job Alaskas, keine Ahnung, irgendwas auf D-Max mit so komische Krabbenviecher oder Krebsviecher oder keine Ahnung. Ja, wenn man die Bilder heute sieht mit den ganzen Überschwemmungen und, ach Gott, also grausam, was die Leute da mitmachen müssen. Ich kann einfach nur hoffen, dass der ganze Scheiß endlich aufhört. Und ja, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Erinnerungen jetzt weg sind und was für Summen da zerstört wurden und vor allen Dingen Seelen darunter kaputt gegangen sind. Ach, nee, ich sag ja, es gibt nichts Gutes, was man irgendwie hört. Und jo, ich werde mich jetzt auch so langsam bettfertig machen. Ich bin nämlich heute müde, wie immer. Bei so einem Wetter kein Wunder. Ich hoffe einfach echt, ab morgen ist es trocken und ja, das Wetter wird mal so langsam anders. Denn das tut dem Gemüt auch wieder gut. Ja, ich stimmt gar nicht. Ich habe noch meine, kann man das erkennen, meine Fingernägel gemacht. Eigentlich waren die weit länger. Wie sieht man die denn? Pinkig? Die waren mal lila, aber die werde ich wieder ablackieren oder beziehungsweise mal wieder ordentlich machen. Da habe ich auch irgendwie den ganzen Morgen dran gehangen. Was heißt den ganzen Morgen? Die Hand habe ich ja gestern schon gemacht und die andere Hand heute Morgen, als die Kinder noch geschlafen haben. Ja, gucken wir mal. Genau. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute Nacht und sage bis morgen. Tschüss. Guten Morgen, wir haben heute Freitag, den 16. Juli, morgens um 20 nach 8. Ist von den Temperaturen schon angenehm her. Ich glaube 17 Grad, es regnet mal nicht, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja, ich wünsche euch einen schönen Freitag und später einen schönen Start ins Wochenende. Jetzt muss ich es tun, ich muss bügeln. Und wenn ihr schon wieder sehen würdet, wie viel Wäsche wartet, um dass die gewaschen wird, ja, da komme ich locker mal ein bisschen mehr auf den oder etwas weniger wie der hier. Aber
ich muss es tun. Ich habe so keine Lust dazu. Das würde ich jetzt auch gerade gerne machen, wenn ich nicht bügeln müsste. Eine Runde schlafen. Wir haben 18.52 Uhr und wir sind alle fleißig hier. Fast alle. Die Kinder sind zum Teil unterwegs, zum Teil hier zu Hause. Ich bin gerade dabei, um die Wäsche zu waschen. Ich habe heute fast 3 Stunden gebügelt. Halleluja. Und wie gesagt, die nächste Wäsche wartet hier. Und ich hoffe, wie ich schon 100 Mal gesagt habe, dass ich beim nächsten Mal schlauer bin und wenn die Wäsche trocken ist, sofort büge. Ich weiß es noch nicht. Ja, Handtücher bin ich gerade am Falten. Der Udo ist draußen und schöpft und keine Ahnung, was er da macht. Ja, dann zwischendurch, irgendwann kam der Udo dann nach Hause. Dann haben wir kurz gequatscht. Dann hat er Rührei gemacht und Dubbel. Genau, dann haben die hier gegessen. Die Emma, die ist jetzt wie gesagt unterwegs. Der Lenny, der ist hier. Und ja, ich wasche und gucke, wenn es jetzt nicht regnet, angeblich soll es nicht regnen, so dunkel wie das da oben ist, man weiß es nicht, würde ich gerne noch Wiese mähen, weil das ist grausam, das ist geschossen. Es ist ja nicht kalt, sondern schön, ne, mollig warm. Ja, und dann das Wasser, dann wisst ihr Bescheid. Genau, dann wollte ich eventuell noch die Wiese mähen. Udos Tabletten habe ich auch gemacht, damit der schön rund läuft. Und ja, ich denke mal, das reicht auch. Das, was ich schaffen wollte, habe ich heute nicht geschafft. Ich wollte wirklich so Raum für Raum schön ordentlich abschließen, mit Staubputzen wischen. Und ja, dann hat mich der Bügeln aber aufgehalten. Und naja, man kann ja nicht alles immer an einem Tag schaffen, ne? Genau, jetzt kriegt der Wutz, der Hundewutz, noch was zu fressen. Und die Spülmaschine muss ich auch noch, ich glaube, erst ausräumen und dann wieder einräumen. Ja, Langeweile haben wir definitiv nicht. Aber ich wollte nur Bescheid geben, dass es mich noch gibt. Ja, sonst war nicht wirklich viel hier gewesen. Und es reicht, aber es reicht. Ja, vielleicht schaffe ich ja morgen ein bisschen mehr. Und wenn nicht, dann halt übermorgen. Oder gar nicht, oder keine Ahnung. Ja, so sieht's aus. Jetzt werde ich die Handtücher wegfalten und die nächste Maschine anmachen und aufhängen und was also zu tun ist. So, jetzt schenke ich dem Alten noch ein Glücksgefühl. Da kann er wenigstens besser schlafen. Und dann lasse ich ihn jetzt mal gewinnen. Wir haben heute Freitag, den 17.07. morgens um kurz nach 9. Ich habe gestern die Wiese gemäht und ich kann jetzt leider nicht weitergehen, da der Udo mich jetzt hier zugepflastert hat. Samstag. Eingepflanzt. Ach, wir haben heute Samstag. Ja, seht ihr, ich schlafe noch. Haben wir heute Samstag? Heute Samstag. Ach, guck mal. Stimmt, du stehst ja neben mir. Ja, ich stehe auch neben mir. Ja, jetzt hat der Udo gestern hier alles zugemacht und jetzt können wir nicht mehr im Garten. Kann ich mir nur noch so angucken. Und der Donut da hinten hat Spaß. Der jumpt da über den Pool. Genau, wir haben heute Samstag und ich gehe jetzt den Samstagseinkauf machen. Ich mache mich jetzt fertig, dass ich jetzt gleich einkaufen gehen kann. Und ja, heute steht so einiges auf dem Plan, habe ich gerade erfahren. Und zwar machen wir heute unter dem Pavillon alles leer. Das heißt, der Kühlschrank geht hinten in die Hütte. Unsere Sitzecke geht ja irgendwo im Garten, keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir das abräumen. Dann werden wir das Pavillon abbauen. Wir gucken mal, wie weit wir damit kommen, weil heute Mittag werden Steine geholt. Und ja, da haben wir dann gut zu schleppen. Der Kumpel kommt noch. Dann
wird hier geschleppt und gemacht. Die Terrassensteine, die dann später eben oben auf der Terrasse kommen. Genau. Da haben wir auf jeden Fall ordentlich Action. Und ja, ich habe ja soweit hier in der Wohnung alles fertig. Und mein Gott, die Dinge, die nicht fertig sind, die kann man auch noch machen, wenn es irgendwann regnet. Ja, natürlich helfen wir damit alle Mann. Die Kinder helfen schön mit abräumen. Soll ja keiner hier Langeweile kriegen. Genau, aber ich werde jetzt erstmal einkaufen. Dann werden wir erstmal frühstücken und uns stärken. Und dann geht's los. Udo fängt schon hier an. Genau, so sieht's aus, das werden wir so machen und dann sehen wir uns später wieder. Der Udo ist richtig süß. Hat er hier eine Treppe gebaut, damit wir hier ordentlich drüber kommen und vor allen Dingen auch der Hund. Ich bin ganz ehrlich, ich hab da Schiss drauf. Aber wir haben schon einiges geschafft. So sieht das jetzt aus hier. Alles weg. Ja, jetzt bauen wir noch der Pavillon ab. Hier steht erstmal unsere Möbel. Ja, und ich stelle mich erstmal im Schatten. Und ich fühle mich ungefähr so wie das Einhorn. Schlapp und kaputt. Ne, kaputt ist es nicht, das ist nur luftlos. So sieht das jetzt hier einmal aus. Wir haben wieder freie Sicht. Und da das Lötzlein, das ist das, was der Udo noch machen muss, was aber ja jetzt erst machen kann, da das Pavillon wegkommt. Genau, dann ist das nämlich auch komplett fertig, ne Udo? Genau. So, Zauselberta gibt es auch noch. Wir haben mittlerweile gleich 8:30 und der Tag, der war schön arbeitsreich. Ja, wie gesagt, wir haben ja das Pavillon abgebaut, Udo und ich. Da zeige ich euch nachher. Da wird noch gerade fleißig am Boden rumgeschraubt. Genau, ich glaube, wir haben bis 15.10 Uhr oder so haben wir gearbeitet. Da sagte der Udo, so, jetzt muss ich dann los und zu Obi und meine Bestellung abholen, die Platten für die Terrasse. So, mach du das. Ich in der Zwischenzeit schon Fleisch für den heißen Stein geschnitten und Gemüse und alles, was so gefuttert wird. Hab das schon alles fertig gemacht. Kommt er wieder? Ich denke, weil ich habe immer nach hinten rausgeguckt, weil ich dachte, wenn er dann da ist, dann, ne? Ja, und dann kommt er vorne rum. Ich denke, ja, da schmiss er das Portemonnaie so am Tisch. Ich so, was ist denn hier los? Kannst du dir vorstellen? Oh, dachte ich, was ist jetzt? Ja, er hat, jetzt muss ich überlegen, Donnerstag oder Freitag, also gestern oder vorgestern, für heute um 16 Uhr bei Obi Steine bestellt und eine Pritsche. Jetzt überlege ich gerade, Transporter, genau. Ja, auf jeden Fall ging er dahin, ne, sagte, ich habe hier das und das bestellt, die Steine bestellt und den Transporter. Ja, sagte der Typ, die Steine, die stehen da vorne und den schönen Tag noch. Sagte Udo, nee, der Transporter auch, nee, den kriegen sie nicht. Sagte Udo, wie bitte, wie, den kriege ich nicht? Nee, den kriegen sie nicht, der steht, was weiß ich, sag jetzt mal eine Garage, keine Ahnung, was er sagte. Sagt er, ja und warum kriege ich den nicht? Den kriegen sie nicht. Die Steine können sie nehmen. Oh, sagt der Udo, da haben wir gleich erste Information schon da rein. Da sagt die Frau eben, was er möchte. Sagt er, ich möchte den Chef sprechen. Ja, der ist nicht da. Worum geht es denn? Da sagt er, um die Baustoffabteilung. Da macht die Frau schon, Also ist Udo wohl nicht der Einzige gewesen an dem Tag eventuell oder in der letzten Zeit, der sich beschweren musste. Er sagte, ja, ich möchte aber jetzt den Chef sprechen. Ja, der Stellvertreter ist da. Ja, sagte Udo, nehme ich den. Sagte Udo, trotz Maske hat der wohl gesehen, dass der Udo ganz leicht am Dampfen war. Da hat er direkt gesagt, kommen Sie mal mit hier in den Raum rein. Muss ja nicht jeder mitkriegen. Ja, und hatte Udo dann eben die Situation geschildert und dann sagt er, ja, die Transporter, die gehen ab in die Katastrophengebiete.
sagt der Udo, ich bin der letzte Mensch, der dafür kein Verständnis hat. Wofür er kein Verständnis hat, ist, dass ich weder angerufen wurde, noch mir eine E-Mail geschrieben wurde und gesagt wurde, der Transporter, den gibbelt nicht. Weil ist eben das und das dazwischen gekommen. Sagte, und das finde ich so rotzfrech. Der Udo ist ja so, ne? Ich sage, ja, wenn der loslegt, ich meine, der kriegt immer seinen Willen. Aber ich suchte Grasnarbe. Naja, ich bin froh, dass ich nicht mit war. Ja, auf jeden Fall hat er gesagt, das ist das, was ihn sauer macht, ne? Ja, und was können wir denn da machen? Und ach, und dat, die Autos gehen ja weg. Und dann sagte der Udo zu ihm, sagt er, dat, er wäre der Letzte, der sagen würde, nee, das geht nicht. Also ich möchte schon mein Auto haben und was die da hinten haben, das ist mir egal, um Gottes Willen. Wie gesagt, wenn ich sehe, dass schon Autobahnen eingestürzt sind und da wisst ihr Bescheid, ne? Also das ist wirklich... Da werden wir die Letzten, die sagen, guck mal, da bestehen wir drauf. Nur ihm das nicht Bescheid gesagt wurde, ne? Ja, und dann hat der gute Mann gesagt, die liefern uns jetzt die Steine, geht natürlich aufs Haus. Ich so, wäre auch was gewesen, wenn wir das hätten noch bezahlen müssen. Ja, und dann kriegt der Udo dann am Mittwoch. Warten wir mal ab, soll er seine Steine wohl kriegen. Tja, wenigstens etwas, aber ärgerlich ist er trotzdem, weil dann hätte er ja nicht losfahren müssen, ne? Na gut, ja, und dann kam er dann nach Hause, dann haben wir Abendbrot gegessen, am heißen Stein gemacht, dann eine halbe Stunde sacken lassen und ja, dann haben wir hier angefangen mit den Holzboden auf der Terrasse loszuschrauben. Dann kam sein Kumpel nochmal rüber, ja, da haben sie dann noch was gequatscht und jetzt ist Edda, wie komme ich jetzt auf Edda? Emma mit dem Udo da noch der Schrauben am Lösen alles. Genau, ich habe da noch die Blumen gegossen und ja, jetzt stehe ich hier und habe zunächst mal Lust. Ich zeige euch das jetzt gleich, wie es aussieht. Sieht voll ungewohnt aus. Jetzt, wo das Ding da so weg ist. Also, es ist noch da, es liegt da, aber es steht halt nicht mehr aufgebaut. Und ja, ich werde jetzt gleich noch den Tisch abräumen, die Spülmaschine einräumen. Und das war dann, genau, hört sich nämlich gerade an, als wenn sie einräumen. So, hier liegen die Teile vom Pavillon. Und so sieht das jetzt hier aus. Richtig komisch. Und ich muss auch ehrlich sagen, als wir das abgemacht haben, das war schon ein komisches Gefühl. Aber gut, es wird ja wieder schön oder noch schöner, wie auch immer. Und darum, das Loch, das zieht aus. Aber das wird. Tja, und jetzt gehe ich eine Runde mit dem Hund. Guten Morgen, wir haben heute Sonntag, den 18. Juli, morgens um 6 Uhr. Der frühe Vogel und wie war das? Genau. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und sage bis später. Boah, das sieht hier aus. Ich habe sogar noch eine 5 gefunden. Genau, und so sieht das hier aus. Ganz ungewohnt. Aber gut, es kommt immer Neues, ne? Man könnte jetzt meinen, ich habe Blut geleckt, ne? Hab Spaß daran oder so. Nee, das liegt nur daran, die Kinder schlafen noch. Der Udo ist draußen am Werkeln und da dachte ich beim Wäscheabnehmen, komm, bügelst du das direkt weg. Tja, das habe ich auch gemacht. Jetzt werde ich das Bügelbrett und alles wegräumen. Und ja, dann werde ich den Frühstückstisch decken. Dann werden wir jetzt gleich erstmal frühstücken. Wir haben... gleich 4:30. Jetzt habe ich auf den Ofen geguckt, aber der Strom aus. Der Udo ist da irgendwann dran am Werkeln. Ja, wir waren heute Mittag eine Runde gefahren. Der Udo hat uns gezeigt, wo das Schlaflabor ist. Dann sind wir noch rumgedüst. Dann waren wir irgendwann und irgendwo in Düsseldorf. Haben dann vom Weiten die Urlauber wegfliegen sehen, die anderen ankommen. Und ja, das Wetter ist schön. Wir haben 27 Grad. Es reicht, kennt man schon gar nicht mehr.
Und ja, was haben wir noch gemacht? Dann sind wir in Düsseldorf über den Rhein gefahren. Ja, was soll ich sagen? Eine richtig braune Suppe, mega hoch. Und wenn du dann die ganzen Schaulustigen da siehst, ich meine, klar, ne, so ein Hochwasser, das ist ja was, aber weiß ich nicht, wenn die Kinder da so rumtouren, das ist alles nichts für mich. Naja. Wo du heute wieder Strom angemacht, die Klingel geht wieder und der Hund sagt Bescheid. Ja, die denkt jetzt, das hat jemand geschellt. Also die Schelle ging ja auch, aber vielleicht. Jetzt passt sie auf. Genau. Nein, das weiß ich nicht. Hier ist gerade Aufbruchstimmung. Der Lenny ist unterwegs. Die Emma turnt hier auch noch rum. Der Udo, keine Ahnung, was der hier am Fabrizieren ist. Und ich verziehe mich jetzt. Es ist wieder Oma-Time. Genau. Da werde ich jetzt hinfahren und gucken, was es so Neues gibt. So, ich bin wieder da. Bei Oma war soweit alles gut. Jetzt werden wir noch ein bisschen schnabulieren. Die Emma ist noch im Pool. Die Fische düsen hier, glaube ich, rum. Keine Ahnung, ich sehe keinen. Verschwunden sind sie. Muss ich wirklich sagen, die können sich sehr, sehr gut verstecken. Da unten sieht man ihn. Da sind beide. Genau. Und in der Zeit, wo ich weg war bei Oma, hat der Udo hier gearbeitet, die Pflastersteine alle rausgenommen. Und ja, so sieht das jetzt hier einmal aus. Und ich werde jetzt hingehen, den Vlog beenden, euch noch einen schönen Restsonntag wünschen. Und ja, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!